Kleider wie Gemälde. Kreativ und doch zeitlos, fernab von Trends. Ein Highlight gleich zu Beginn der Mailänder Schauen. Und das von einem Zugereisten, dem österreichischen Designtalent Arthur Abesser. Der 35-Jährige überzeugt selbst erfahrene Kritiker. Sie freuen sich über den frischen Wind in der italienischen Modemetropole. Es kehrt was Junges, Frisches her und da hat Arthur wirklich Leben in die Bude gebracht. Er greift auf seine eigenen Wurzeln zurück, ist aber gleichzeitig sehr modern. Ihm gelingt das und das ist sehr selten. Jede seiner Kollektionen ist einzigartig. Sie passen aber trotzdem perfekt in die moderne Welt. Die Location, eine alte Schule. Gewollt schäbig, um einen Kontrast zu den Kleidern zu schaffen. Arthur Abessers Kollektionen haben immer ein Thema oder eine persönliche Geschichte als Inspirationsquelle. Diesmal sind es Wiener Künstler der Jahrhundertwende. Wien feiert 2018 100 Jahre Wiener Modernismus und die Idee war, das zum Thema der Kollektion zu machen. Das heißt, viel Inspiration von Künstlern wie Egon Schiele, Gustav Klimt, Koloman Moser, vor allem Koloman Moser und Otto Wagner. Das heißt, es sind Architekturdetails, es sind kleine Möbeldetails, es sind Gläser, es ist Schmuck, es sind alle diese Dinge, die damals wahnsinnig kreativ waren und einen Bogen gespannt haben und das wollte ich auch in diese Kollektion packen. Arthur Abesser kombiniert klassische mit Hightech-Stoffen. Körper und Kleider betrachtet er als eine Leinwand. Zum Beispiel an dieser sehr so Fluid-Viskose eben sind diese sehr femininen Kleider, aber ich mag sehr strenge Schnitte, aber kombiniere es dann mit so einem Detail wie so einem sehr femininen, weiten Ärmel. Und drüber kommt dann eben zum Beispiel so ein Parker aus einer sehr dicken Wolle, auch bedruckt mit diesen Tiermotiven. In seinem kleinen Studio in einer Mailänder Altstadtwohnung entstehen die Entwürfe. Arthur Abesser hat in London Mode studiert. 2005 ging er nach Mailand, um für Giorgio Armani zu arbeiten. Der lehrte ihn, dass man nur mit Leidenschaft und harter Arbeit ans Ziel kommt. Nach 7 Jahren gab er den gut dotierten Job auf. Er wagte den Sprung ins kalte Wasser und gründete seine eigene Marke. Man muss sich entscheiden, entweder man entfaltet sich ganz selber und wird und riskiert oder man bleibt dann auf der angenehmeren Bahn. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich muss das probieren und man lebt nur einmal und no risk, no fun. Und ich muss schauen und ich habe irgendwie doch genug Selbstvertrauen in mich selber gehabt, diesen Sprung zu wagen und es zu probieren. Mit der Frische und Kompromisslosigkeit seiner ersten Shows begeistert er Modejournalisten wie Susi Menkes. Die schwärmt geradezu von seinem Talent. Seitdem gilt er als Shootingstar in Mailand. Auch andere Modehäuser werden auf den jungen Designer aufmerksam. Die italienische Traditionsmarke Fay macht ihn 2017 zum Kreativdirektor. Hier muss er verkäuflichen Mainstream liefern, das Gegenteil seines eigenen verspielten Nischenlabels. Es ist absolut eine Herausforderung, zweigleisig zu fahren. Wenn es aber eine Sache wie Fay ist, glaube ich, passt sehr gut, weil es ist wichtig, dass die beiden Projekte sich kreativ nicht auffressen sozusagen. Beides braucht seine eigene Schiene. Jetzt zeigt er in Mailand seine 11. eigene Kollektion. Der Kritikerliebling muss beweisen, dass er keine Eintagsfliege ist. Arthur Abesser steht im Rampenlicht. Der Druck steigt. Für den Newcomer ist es auch ein finanzielles Abenteuer. Es ist immer, der Druck ist das, was man sich sozusagen selber macht. Ich bin stolz auf das, was wir machen. Ich bin zufrieden mit dem, was wir machen. Ich weiß aber gleichzeitig, dass es alle 6 Monate besser sein muss. Also den größten Druck mache ich mir sowieso selber. Produziert in kleiner Stückzahl. Vorwiegend in Italien. Ein Pullover kostet ab 600 Euro. Trotzdem muss Arthur Abesser gut kalkulieren. Zum Glück hilft sein Job bei Fay. Seine erste Kollektion für das italienische Label zeigt er ebenfalls während der aktuellen Modewoche.